brutal und böse. Es gibt kein ESP, keine Traktionskontrolle. Hier hängt alles vom Mut des Fahrers ab. Und vom Können. Nein, ich würde die Viper charakterisieren als Fahrmaschine. Lebt natürlich von dem Motor, der V10. Der geht, wie man merkt, tierisch vorwärts. Schiebt an ohne Ende. Muss man sich also mit Sicherheit auch dran gewöhnen. Hat relativ wenig Langsamfahrkomfort, also du musst schon flotter damit fahren. Und es ist so ein Muscle Car, ja, wie man sich wirklich vorstellen kann von früher. Besteht nur aus Motor, Leistung pur und schiebt halt an ohne Ende. Bei Nässe bedarf es eines ruhigen Gasfußes, möchte man nicht jede Kurve quer nehmen. Grundsätzlich ist die Viper auch im Drift gut beherrschbar, aber... Ich glaube schon, du brauchst hier eine sehr, sehr kundige Hand, speziell hier im Nassen. Da merkst du auch beim Reinfahren in die Ecke das Gewicht vom V10 vorne, dann schiebt er leicht. Und dann natürlich beißt er zu auf Gas ohne Ende, ne? Also es ist schon tierisch. Da merkt man, das ist Schieben und so geht's in die Wiese. Also das ist nicht ohne. Hoppel, hoppel, hoppel. Wenn selbst Rennfahrer die Kontrolle über das Biest verlieren, sagt das mehr als 1000 Testberichte. Wer Viper fährt, sollte keine Fehler machen. Die Schlange beißt ohne Gnade. Manuel Reuter ist von seinem DTM Opel in Sachen Leistung sehr verwöhnt. Doch nicht nur die Power der Viper erinnert an den Tourenwagen. Kupplung ist wie ein Rennauto. Man braucht also schon mal durchtrainierte Wadenmuskulatur für die Kupplung. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und sonst würde ich sagen, ja, ist die Viper ein Tier. Ist wirklich ein brutales Tier. Der Name passt wunderbar. Und die beißt wirklich zu. Kein Wunder, denn jedes PS des Viper V10 muss mit gerade mal 3,1 Kilogramm Fahrzeuggewicht fertig werden. Zum Vergleich, der Golf GTI hat ein Leistungsgewicht von rund 7 Kilogramm pro PS. Wenn die 345er Hinterreifen kontrolliert ihre Haftung verlieren, treibt es einem unweigerlich ein Grinsen ins Gesicht. Und Manuel Reuter zelebriert eine Schlangenbeschwörung der besonderen Art. Viper hat relativ wenig Langsamfahrkomfort. Man merkt es auch hier, es schüttelt alles ein bisschen, es wackelt. Man merkt also jedes 5-Cent-Stück, das auf der Straße liegt. Es wird deutlich besser beim Schnellerfahren, beim Cruisen oder halt auch, wenn man es dann mal richtig drauf anlegt. Aber langsam fahren mag die Viper nicht. Dafür ist sie, glaube ich, auch nicht gemacht. Der Konflikt mit den Männern in Grün-Weiß ist in der Viper also fast schon vorprogrammiert. Langsam fahren ist sehr unkomfortabel und schnell fahren meist verboten. Aber egal mit welchem Tempo, die Dodge Viper sorgt, wo immer sie auftaucht, für Aufsehen. Das Fazit von Manuel Reuter steht fest. Ja, ist ein Spielzeug, ist wirklich ein Spielzeug. Wenn es einmal zumute ist, auf dem abgesperrten Gelände oder auf dem Nürburgring, dann kann man damit mal, wie man so schön sagt, die Sau rauslassen. Aber man muss halt wissen, was man macht, ne? Sie ist böse. Wen der Viper-Virus einmal gepackt hat, der wird ihn nicht mehr los. Und wir beneiden jeden, der die 105.000 Euro für diese Schlange übrig hat. Aber brutal ist er. Ganz